was auch nicht mehr gewonnen hat. Ich weiß nur, dass auch so schöne Abende irgendwann zu Ende gehen. Oh, ja. Zwei Lieder haben wir auf jeden Fall noch. Sie haben eben, am Schluss des ersten Aktes war auch das Musical We Will Rock You. Nein, eigentlich war es ja kein Musical, aber die Gruppe Queen hat nach dem Tod von Freddie Mercury selbst dieses Musical auf den Weg gebracht. Und es ist eigentlich eine Persiflage auf die Gesellschaft, auf die Gegenwart, auf das, was wir so miteinander treiben. Es spielt auf einem Planeten namens eBay. Und die Killer Queen hat handgemachte Musik verboten. Es gibt auf dem Planeten eBay nur Gaga-Musik. Ja, Sie merken schon, ne? Da hat man dann alle Queen-Lieder, Radio Gaga und so alle mit verbraten. So, wir kommen jetzt aber so zum Finale dieses persiflierten Musicals. Und ja, das ist dann auch unser Finale hier heute Abend. Sie können ja aber noch ein bisschen klatschen hinter Ihnen. Also zwei Titel, jetzt ist der Mike Gerold natürlich wieder dabei. Zwei Titel aus We Will Rock You. Das eine Lied heißt zufällig so. Ich habe meinen Hausmeisterjob aufgegeben. Hab das schon gerochen? Ja. Die Studenten kann noch Bürgermeister morgen selber sagen. Also das erste Lied heißt We Will Rock You, da kommen dann die Bohemians und die vorher Bohemian Rhapsody gesungen haben natürlich, das müssen Sie sich jetzt denken. Und begehren gegen die Killer Queen auf und am Schluss kommt dann noch ein ganz bekanntes Lied. Und wenn Sie Bock drauf haben, singen Sie den Refrain einfach mit, das freut das Ensemble. Und ich sag schon mal Tschüss an dieser Stelle und es wird richtig gut jetzt. Toll hier, nicht? Ich hab sonst so Schiss, was ich mir wieder in die Hose gemacht, nicht wahr? Und dann stört das Playback nicht und ihr klatscht einfach mal weiter. Nicht? Doch wieder Hausmeister machen soll ich vielleicht? Mir gefällt es auch hier. Jetzt kannst du abfahren. Also. Kannst du noch mal von vorne machen, bitte vielleicht? Jetzt vielleicht? Time after time.
Macken. Für die wahnsinnig tolle Unterstützung, insbesondere von der Frau Faufel und der Frau Michel-Elter. Das muss ich sagen. Und das gesamte ehrenamtliche Team, was hier arbeitet an dieser wunderbaren Bühne, die Eintrittskasse bedient und dergleichen. Dankeschön. Ja, wenn Sie Lust haben, dann kommen Sie halt am Sonntag wieder.
Da sind wir um 15 Uhr hier auf der Adressenbrille. Da sind wir um 15 Uhr hier. Und wenn Sie selbst keine Zeit haben, schicken Sie jemand anders vorbei. Ja, das wäre uns auch recht. Also wenn es wieder so voll ist wie heute, wäre das für uns jedenfalls absolut okay. Und wenn es Ihnen ein bisschen gefallen hat, erzählen Sie es einfach weiter. Mal in einer ganz anderen Variante sehen wollen. Karin George hat ja auch eine Musicalschule. Viele Schüler, mit denen tritt sie am 23. August in Dreisa der Totenkirche. Das ist eine ähnlich schöne Kulisse. Au. Er lebt noch! Den Abend geführt hat Rainer Sander. Diesen Kerl hier, den kennen Sie, glaube ich. Ja, das ist ein Musical von Peter Maffay. Lief ganz lange, unter anderem in Oberhausen. Und das ist jetzt die Zugabe. Und wer den Titel richtig verstanden hat, irgendwo tief in mir, der wusste, dass das Lied ja noch kommen muss. Denn irgendwo tief in mir sind die ersten Zeilen aus Nessaja. Zabaluga, das ganze Ensemble noch einmal. Annette Engelhardt, Julia Strüning, Karin George, Rüdiger Brinkmann, meine Wenigkeit und natürlich der wunderbare Mike Gerold von der Steven Stieler Band, den wir uns einfach mal ausgeliehen haben. Was heißt das schon? Vernünftig. Wer ist das schon?